Ja, willkommen zum Videotagbuch Nummer 25. Ich begrüße euch herzlich. Wir fahren gerade hier. Da muss ich ab und zu nach vorne schauen. Auf dem Landspalen neben Arm der Havel. Und ich bin heute unterwegs zu einem neuen Gewässer. Habe das schon mal Samstag ausgekundschaftet, das Gewässer. Habe mir einen Spot gesucht, habe mir eine Anleitung gesucht und habe aufgrund dessen heute auch noch Geld dabei. Hallo, hallo. Weil, wie auch schon Markus Lotz in seinem letzten Videotagebuch gesagt hat, Bremsen sind wichtig. Und auch die Meinung von Fred zu dieser Anstelle ist mir sehr wichtig. Von dem Schilf da, wisst ihr? Und dann ziehe ich von da stecke noch hin beim Schilf und ziehe hier vor Seerosenfeld. Das Altbei. Hat letztes Jahr hochgeholt. Abgestorbene. Dann hier dieses Seerosenfeld sein, da vorweg ablegen. Da haben wir jetzt die günstigsten Möglichkeiten rausgeholt und denke mal, dass das die interessanteste Ecke wäre. Ansonsten haben wir überall schwarzen Schlamm. Ja, und nur hier haben wir festen Boden, ansonsten haben wir überall schwarzen Schlamm, wie gesagt. Ne? So, dann machen wir weiter das Seerosenfeld und meinen Angelplatz. Möglichkeit, auch eine schöne Ecke, die gucken wir uns jetzt noch mal an. Ja, nun drückt noch mal die Daumen, dass wir, vielmehr ich, auf dem neuen Platz dann eben noch Erfolg habe. Werde morgen noch mal vorfüttern fahren und dann eben am Freitag dort füttern und angeln. Erstmal nur für eine Nacht zum Testen. Und dann in 14 Tagen werde ich dann eine richtig lange Session draus machen.
werde aber dann so lange den Platz mehr oder weniger mit unter Wasser halten. So dass also dort die Karpfen sich gut vertragen würden. Den anderen Platz, den wir uns ausgesucht haben, der ist auch nochmal sehr interessant. Zum Angeln auf alle Fälle, aber ist eher ein Bootsangelplatz. Wir werden mal schauen, was wir da machen. Also von Land aus kann man da kaum angeln. Die Chance hat man da nicht so. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß am Wasser.